Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und dem nächsten Spiel. Und zwar in der Champions League treffen wir auf eben Paris Saint-Germain. Da müssen wir heute was reißen oder was mitnehmen, um uns in der Gruppe zu halten, weil ein Top-Team fliegt eh raus. Das heißt, entweder wir, Paris oder eben Tottenham. Und ich hoffe, dass es einer von den anderen beiden ist und nicht wir. Aber wie gesagt, dazu müssen wir heute Paris zumindest einen Punkt mit abnehmen. So, jetzt erstmal Paris und dann der dann die Hertha, aber wie gesagt, Paris ist jetzt erstmal die etwas wichtigere Aufgabe. Ja, ich denke. Ich denke. Ich denke, das passt mal einfach so. Ah, die haben Wijnaldum. Ah, gut, der ist ja jetzt in Wirklichkeit zu Paris gewechselt. Also, nee. Ja, das ist klar. Aber mal gucken, wir schauen mal, wie es heute läuft. Wieder PSG wollen wir heute schlagen. Dann sind wir wieder voll in der Gruppe mit drin. Ja, wie gesagt, wenn wir heute verlieren, das kann, jetzt sind wir mit 3 Punkten da, gerade mal noch 3 Spielen und das wäre dann, ja, nicht gut. Naja, schauen wir mal, wie es läuft. Machen wir uns den Druck nicht so hoch, wie er ist, wie er sein soll. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Gleich kann es Gucken. losgehen. Live bei EA Sports. Wir melden uns aus der Arena auf Schalke, wo die Wetterbedingungen optimal sind. Willkommen zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Schalke 04 gegen Paris Saint-Germain. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Klar, wenn wir gewinnen, dann sind wir wieder ist Paris unter Druck. Müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das geht Das schon. ist es. Die Nummer 14, Steffen Sanz. So, gucken wir mal, wie es heute läuft. Neymar, glaube ich, gar nicht mehr im Kader. Ich weiß nicht, wo der hingewechselt ist. So, das sind unsere Jungs, da wollen wir heute hin. Gleich auch schon, wie wir uns beim 4-0 gegen Darmstadt. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Ja, Moussa Kone zum ersten Mal auf der Bank heute. Dritter Spieltag hier in dieser UEFA Champions League ist natürlich immer noch mal eine ganz andere Stimmung als in den nationalen Ligen. Ja, man merkt das immer wieder, unglaublich wichtig dieser Wettbewerb, vor allem bei den Fans in den großen Fußballnationen, in den kleinen Fußballnationen, alle lieben diese Spiele. Das ist die Mannschaft von PSG. Und da gucken wir mal kurz drauf auf die Aufstellung. Wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Vielen Dank an alle. Ihre taktische Ausrichtung. Doch Neymar nur auf der Bank. Ja, das stimmt. 4-2-4. 4 Stürmer. Die Marschrichtung ist klar. So, auf geht's. Damit kann's losgehen. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Gruppenspiel der UEFA Champions League. Die ersten 45 Minuten. Kolasinac. Da verlieren sie den Ball. Ja, das war schon so ein Ding. So eine unnötige und Mbappé. Daniel Malle. Ab dich. Gibt Abseits. Abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Mbappé im Abseits, das ist. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir da unsere, dass wir Chancen kriegen, dass wir die nutzen. Er spielt auf einer neuen Position. Ungewohnte Position, Buschi. Das ist ja immer die Frage. Klappt das? Kann Becker. sich so ein Spieler schnell umstellen?
kann er sich. Ah, der war ein bisschen schlecht, war schlecht gespielt, ein bisschen zu weit. Wenn wir ehrlich sind, wir müssen sagen, das klappt. Das kann er. Das macht er richtig gut. Es gibt ja Spieler, die können eigentlich nur eine Rolle, nur eine Position. Aber dann gibt es auch die, die unglaublich. Becker! Sind. Die der Platzer! Becker! Tor für Gelsenkirchen für die Schalke. 1-0. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Und das ist Paulinho. Aber jetzt mal hier Becker, der durchmaschinen kann, den Ball in den Rückraum spielt. Oder macht der gute Paulinho. Große Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Sein zweites Champions League-Tor traf gegen Slavia. Wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, deswegen ist er auch geholt worden. Wer solche Dinge oder. Eigentlich war er ja schon weg, weil er in Liverpool aufgebaut werden sollte. Naja, voll. Gomez. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Viel Platz. Keine Abseits übrigens. Richter! Macht der sogar was? Fällt das Tor doch noch? Nee. Glück für PSG. Pereira. Sarabia. Pablo Sarabia. Gegen Savic. So, was machen Sie daraus? Mbappé. Was für eine Aktion. Oder Kuguma, der das Ding einfach zuläuft. Diese Lücke einfach nur zuläuft. Ah, Ballverlust. Abseits. Abseits, 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 kein Tor. Nein, nein. Nein, 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 nein. Auf Abseits entschieden. Gut gesehen, richtige Entscheidung. Aber da müssen wir höllisch aufpassen. Oh ja, das war auch sogar gut. Klar im Abseits, ohne jeden Zweifel, gut vom Assistenten. Hätte er den Gomez außen auf der einen oder anderen Seite angespielt, dann wäre es wahrscheinlich sogar gefährlicher geworden. Aber da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil die immer wieder mit diesen Bällen kommen. Latza. Paulinho. Da mit viel Übersicht. Abseits. Scheiße. Tick zu früh gestartet. War aber richtig. Ja. Da kommt der Pass auf außen. Klostermann. Ja, Klostermann, an dem wir eigentlich auch zwischendurch mal interessiert waren. Als Rechtsverteidiger. Daniel Malle. Vielleicht wird es hier gefährlich. PSG am Ball. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau. Ah ja, war doch nur beigespielt. Sehr gut. 31. Minute. Mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz Hab klar, dich. Was er ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid. Na, ja, Glück gehabt, dass der Ball nicht verloren wurde. Ist hier immer noch am so, oh nein. Und jetzt gibt es die gelbe Karte für Sabitz, der eben gerade schon das Foul gemacht hat. Dann noch eine Verwarnung bekam und jetzt heißt es auf einmal. Zentner war dran. Man hat Paris unnötigerweise wieder das Tor geschenkt. Zentner war dran. Hat gegen Darmstadt schon zwei gehalten. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Scheiße. Guter Ball nach draußen. Richter. Ah, Richter. Kommt jetzt die Flanke. Ja, unnötigerweise. Maximiliano Gomez. Mbappé. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Mbappé. Schöner Ball. Jetzt der Angriff von PSG. Super durchgesetzt. Ah. Es wird Abschuss geben. Jetzt. Abschuss sogar. Es gibt. Okay, es gibt keine Ecke. Glück gehabt.
Daniel Malle. Ja, Paris kommt jetzt. Die machen jetzt ein bisschen Savage. PSG verliert den Ball. Ja, Paulinho, der kommt nicht durch da hinten. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Becker, wo es gekommen ist, den Ball. Maximiliano Gomez. Gomez. Tanzen Becker aus. Aber der macht's dann ganz richtig. Da muss er hin. Nach 45 Minuten steht es hier 1-1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2. Ach Mann, ist das unnötig. Tottenham führt gegen Slavia. Ja, ein Sieg müsste schon drin sein gegen Paris. Es ist halt wirklich wieder in dieser Gruppe drin zu sein, aber das ist es halt. Einen müssen wir schlagen davon, von den Top-Teams. Sonst wird's schwer, aber mal gucken. Gutes Anspiel. Sie erhalten den Einwurf. Einwurf für uns. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Und dann den Ball eigentlich so gut wie hergeschenkt. Platzer. Maximiliano Gomez. Ach komm schon, ey, du pfeifst für jeden scheißen Elfer. Der vierte Elfer hintereinander gegen mich. Ja, und so kannst du die Spiele dann auch nicht gewinnen, wenn du dir jedes Mal wieder selbst schadest. Und wieder Mbappé. Jetzt hat er es hinternehmen. Oh, aber er hält auch 3 der letzten 4. Beim Elfmeter braucht es hervorragende Reflexe und eine explosive Beweglichkeit. Und dieser Torhüter zeigt, Robin Zentner, der Elfmeter-Killer. Ausgepuckt und klasse reagiert. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Vom ersten war er ja auch nur dran. In die Mitte. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. PSG mit dem Einwurf. Bald ist es vorbei. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Schalke. Dann geht es auswärts. Da ist die Chance. Da geht weiter. Da musst du echt aufpassen, dass du hier nicht dieser nur wieder Elfmeter versuchst. Die Chance zur Führung, aber vergeben. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Den Ball kann er abfangen. Ja, ich komme aber auch nicht momentan in so eine Situation, wo ich mal irgendwie was machen kann. Gleich den Wechsel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Oh, Glück gehabt! Mann, diese scheiß Grätsche, wenn der nämlich durchgeht, wenn er durchkommt. Pereira. Klostermann. Ball jetzt bei Ricardo Pereira. Werfen einen Blick auf das nächste Spiel von PSG. Es geht gegen den FC Schalke 04 im nächsten Spiel in der UEFA Champions League. Und da dürfte es ein richtig enges Match werden. Mbappé. Klasse, wie er da hingeht. Ich komme jetzt aber auch nicht rein in dieses Match. Jetzt habe ich mal. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Jetzt vielleicht mal über eben Javairo Rose und der gegen Klostermann Schalke vorbeikommt. Jetzt Flanke jetzt. Da hat man das schon. Vom Torerfolg waren sie doch relativ weit entfernt. Und das ist ärgerlich, Mann. Aus dem Spiel heraus haben sie nicht wieder auf die Reihe gekriegt bisher, zumindest nicht. Das war nämlich an sich eine klasse Szene. Jetzt wird er ausgewechselt und dreimal. Das war heute eine überzeugende Vorstellung. Jetzt kommt Neymar auch noch. Neymar jetzt. Mbappé. Der Ballverlust durch Mbappé.
Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen schade Mann bringen. Mbappé kommt vorbei gegen Akpoguma. Ziemlich schön. Ach komm schon, ey, jedes Spiel. Ja, warum pfeifst du eigentlich für jede Scheiße einen Elfmeter? Das ist jetzt die dritte in Folge. Jetzt. Oh Mann, und sowas verlierst du so ein Spiel, ey, weil der drei Elfmeter gegen dich pfeift. Für jede Aktion gegen Gegner. Diesmal war keine Chance für Zentner. Es war mehr drin, definitiv. Aber noch ist ja nicht vorbei. Ach Mann! Ganz wichtig, dass er da dazwischen geht. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Pablo Sarabia. Kylian Mbappé Lothar. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Und jetzt vielleicht mal nochmal El Rosso und vielleicht doch noch irgendwie einen Punkt nehmen. Das war's. Mbappé. Paris Saint-Germain hat es geschafft. PSG gewinnt diese Vorrundenpartie. Schlusspfiff. Wichtig, dass sie sich hier die drei Punkte sichern, auch wenn es knapp war. Sieg ist Sieg. Und sie unnötigerweise weggegeben. Danke, Herr Schiedsrichter. Das haben sie gut gemacht, das haben sie schein gemacht, da haben sie drei Elfmeter gegen den Gegner gegeben für nichts. Und du verlierst so ein Spiel, ey. Du führst das Spiel und kriegst dann drei Elfmeter gegen dich. Ich habe fünf Elfmeter in den letzten beiden Spielen bekommen. Ich sag nicht, dass es unverdient war. Ich sag einfach nur, wie es einfach scheiße. Das ist einfach so scheiße zustande gekommen ist. Weißt du, du machst nichts, du spielst hinten klar den Ball und kriegst trotzdem Elfmeter gegen dich. Na gut, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.